Angefangen mit seiner Rolle in Confusion, Sommer der Ausgeflippten, bis hin zu Oscar-prämierten Filmen wie Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey hat eine interessante und erfolgreiche Karriere in Hollywood hinter sich. Hier sind einige der prägenden Erfahrungen, die den Schauspieler zu dem gemacht haben, der er heute ist. Matthew McConaughey wurde im November 1969 in Texas geboren. Er brauchte nicht lange, um sein schroffes, gutes Aussehen zu entwickeln, denn in der Schule erhielt er sogar eine Auszeichnung als schönster Schüler. Das Leben zu Hause verlief für den jungen Schauspieler jedoch nicht gerade reibungslos. In einem Interview mit Today verriet er, dass er von seinem Vater und seiner Mutter oft körperlich misshandelt wurde. Damals dachte er sich nicht viel dabei und sagte: "Ich hatte in dem Moment Angst, aber selbst dann und unmittelbar danach habe ich die Liebe von Mama und Papa und die Liebe, die sie uns gegeben haben, nie in Frage gestellt." Er fügte hinzu, dass er selbst als Elternteil einen anderen Ansatz verfolge als seine Eltern, da er und seine Frau eher auf Kommunikation als auf Bestrafung setzen. Dennoch glaubt er nicht, dass seine Eltern etwas falsch gemacht haben und dass die Gewalt, die er manchmal erlitt, verdient war. In seinen Memoiren Greenlights berichtet McConaughey von den schwierigen Zeiten, die er nach der Highschool während eines Austauschprogramms in Australien durchlebte. CBS Austin berichtete, dass die Dinge nicht genauso waren, wie er sie erwartet hatte und dass er einen Weg finden musste, ein schwieriges Jahr zu überstehen. "Ich war bei einer sehr seltsamen Familie mitten auf dem Land im australischen Nirgendwo, also wurden meine Visionen von Stränden und Elle Macpherson nie verwirklicht, lass es mich so ausdrücken. Er hatte weder Freunde noch eine gut bezahlte Arbeit. Er hatte nicht einmal ein Telefon, um mit seinen Angehörigen in Kontakt zu treten und war auf sich selbst angewiesen." Er fuhr fort und sagte: "Ich wäre nicht da, wo ich heute bin mit dem Leben, das ich hatte, wenn ich nicht dieses Jahr gehabt hätte, dieses sehr harte Jahr, das ich in Australien hatte." In Greenlight spricht Matthew McConaughey über verschiedene traumatische Erfahrungen. Er schreibt, dass seine erste Begegnung mit Sex nicht angenehm war und dass er im Grunde dazu gezwungen wurde. Er erklärt, dass er 15 Jahre alt war, als es passierte und dass es ein Fall von Erpressung war. "Ich war mir sicher, dass ich für den vorehelichen Sex in die Hölle komme. Heute bin ich nur noch sicher, dass ich hoffe, dass das nicht der Fall ist." Er fügte hinzu, dass er auch später im Leben mit Missbrauch konfrontiert war, als er im Alter von 18 Jahren von einem älteren Mann angegriffen wurde. Trotz dieser Erfahrungen hat er sich jedoch nie als Opfer gefühlt. Abschließend schreibt er, dass er eine positive Einstellung hat. "Ich habe eine Menge Beweise dafür, dass die Welt sich verschworen hat, um mich glücklich zu machen." Der Ruhm hatte für Matthew McConaughey und seine Beziehung zu seiner Mutter Kay eine große Kehrseite. Wie People berichtet, war Kay McConaughey, nachdem das Showbusiness das Leben des Schauspielers übernommen hatte, geblendet vom neu entdeckten Ruhm ihres Sohnes. Er erklärte, dass, nachdem er berühmt geworden war, selbst so einfache Dinge wie seine regelmäßigen wöchentlichen Anrufe mit seiner Mutter beeinträchtigt wurden. Er sagte: "Mutter ist nicht ans Telefon gegangen. Ein berühmter Fan von mir ging ans Telefon." Als McConaugheys Ruhm wuchs, neigte seine Mutter dazu, übereifrig zu werden und seine persönlichen Informationen mit der Presse zu teilen. Er sagte: "Ich habe versucht, mein eigenes Gleichgewicht mit dem Ruhm und so zu finden. Und ich teilte Dinge mit ihr. Einige dieser Dinge, die ich teilte, könnten 3 Tage später in den 6-Uhr-Nachrichten auftauchen." Dies führte zu einem Zerwürfnis zwischen den beiden und McConaughey entfremdete sich 8 Jahre lang von seiner Mutter. Sie haben sich schließlich versöhnt und wieder miteinander gesprochen, aber es hat lange gedauert, bis der Schauspieler über das Geschehene hinweggekommen ist. Auch wenn Matthew McConaughey einen beachtlichen Erfolg erzielt hat, hatte er immer das Gefühl, dass er es besser machen könnte. Wie The Guardian 2018 hervorhob, war der Schauspieler immer der Meinung, dass die Träume, die er hatte, besser waren als die Realität selbst. Er sagte: "Ich habe noch nie einen Film gemacht, der meinen Vorstellungen entsprach. Es ist klar, dass es McConaughey nichts ausmacht, hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen." Er deutete an, dass er zwar das Glück hatte, im Laufe der Jahre viele Rollen zu spielen, aber noch nichts gefunden hat, bei dem er sich außergewöhnlich fühlte. Und er glaubt nicht, dass er jemals diesen besonderen Film oder diese besondere Rolle finden wird. Matthew McConaughey war zuweilen umstritten. Einer seiner skandalösesten Vorfälle ist zum Beispiel seine Verhaftung im Jahr 1999, die er in Greenlights thematisiert. Ihm zufolge hatte er beschlossen, sich mitten in der Nacht bei offenem Fenster nackt und high zu machen und Musik zu hören. Das kam bei den Polizisten in Austin nicht gut an. Sie brachen in sein Haus ein, legten ihm Handschellen an und teilten ihm mit, dass er wegen Ruhestörung, Besitz von Marihuana und Widerstand gegen die Festnahme verhaftet werde. Er war darüber nicht erfreut und weigerte sich, seine Kleidung wieder anzuziehen. Seiner Meinung nach wollte er damit zeigen, dass er sich nicht geirrt hatte und sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmerte, als sie seine Wohnung betraten. Er kam später mit einer Geldstrafe in Höhe von $50 und viel Publicity davon. Matthew McConaughey überraschte Anfang der 2000er Jahre alle, als er beschloss, eine Auszeit zu nehmen, die sogenannte McConaissance.
Er zog sich absichtlich für 20 lange Monate aus der Öffentlichkeit zurück, weil er wusste, dass er stereotypisiert und nur in romantischen Komödien besetzt wurde, worüber er nicht glücklich war. Er sagte, ich war der Typ aus der Liebeskomödie. Ich war der Typ ohne Hemd am Strand. Das war gut so. Ja, ich habe es damals gesagt und ich sage es jetzt. Diese Liebesfilme, in denen ich mitgespielt habe, haben für das Haus am Strand bezahlt, in dem ich ohne Hemd war. Ich bin schuldig. Er unternahm große Anstrengungen, um aus diesem Trott herauszukommen und lehnte sogar einmal eine Rolle ab, die ihm 14,5 Millionen Dollar eingebracht hätte. Das Sabbatical hat ihm letztlich geholfen, sein eigenes Image zu formen. Er drückte es sehr treffend aus, als er sagte, dass seine Abwesenheit bedeutete, dass er eine neue gute Idee werden konnte. Seine Bemühungen waren erfolgreich, da er bald für neue, vielfältigere Rollen in Betracht gezogen wurde. Obwohl er ein vielversprechender Schauspieler ist, hat Matthew McConaughey nicht immer die Rollen bekommen, die er wollte. Laut Today wurde McConaughey beispielsweise für die Hauptrolle in Titanic in Betracht gezogen, verlor sie aber an Leonardo DiCaprio. Kate Winslet reflektierte einmal über ihr Vorsprechen bei ihm. Ich habe mit Matthew vorgesprochen. Ist das nicht seltsam? Ich habe das noch nie in der Öffentlichkeit gesagt. Ich habe mit Matthew vorgesprochen, was absolut fantastisch war. Es wäre einfach nicht das ganze Jack und Rose, Kate und Leo Ding gewesen. Auch wollte er unbedingt den Hulk spielen, bekam aber nie die Chance, seinen Traum zu verwirklichen. Wie die Huffington Post berichtet, wurde er abgelehnt, nachdem er sein Interesse an dem Film Der unglaubliche Hulk von 2008 bekundet hatte und verlor die Rolle schließlich an Edward Norton. Für Matthew McConaughey war es ein schwerer Schlag, als er erfuhr, dass er seinen Vater James Donald McConaughey 1992 verloren hatte. Er sprach mit dem Radiomoderator Tim Ferriss über seinen Verlust und sagte, dass der Verlust seines Vaters ihn offener für Risiken machte, was seine Schauspielerei betrifft. Mein Vater, der so etwas wie eine Stütze war, nur weil er noch lebte und über der Regierung und dem Gesetz stand, war jetzt weg. Ich hatte keine Stütze. Ich hatte kein Sicherheitsnetz, ganz plötzlich. Der Verlust seines Vaters ließ ihn über die Sterblichkeit nachdenken. Er erkannte, dass die Dinge, die er zuvor liebte und nach denen er sich sehnte, wie die Schauspielerei und der Ruhm, vorübergehend und oberflächlich waren. Diese Erkenntnis ermöglichte es ihm, mehr Risiken einzugehen und Veränderungen anzunehmen, anstatt unentschlossen zu sein und Angst vor Veränderungen zu haben. Wie Vanity Fair berichtet, hatten McConaugheys Eltern eine turbulente Beziehung, trennten sich und heirateten im Laufe ihres gemeinsamen Lebens mehrmals. Letztendlich kamen sie aber immer wieder zueinander zurück. Der Schauspieler dachte darüber nach, wie es war, die Nachricht von seiner Mutter zu hören und sagte, es war eine große Überraschung. Meine Knie gaben nach. Ich konnte es nicht fassen. Es war mein Vater. Niemand und nichts konnte ihn töten. Wenn es etwas gibt, was Matthew McConaughey gut kann, dann ist es, sich auf eine Rolle vorzubereiten und alles zu geben, um sicherzustellen, dass er sein Bestes gibt. Während der Arbeit an seiner Rolle für den Film Gold von 2016 hat er sich zum Beispiel eine Menge Schmerzen bereitet und 45 Pfund zugenommen. Er spielte den Geschäftsmann Kenny Wells und wollte sicherstellen, dass er auch so aussieht. Leider war der Film ein kolossaler Misserfolg und die harte Arbeit des Schauspielers ging den Bach runter. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass er offensichtlich monatelang intensiv trainieren musste, um das ganze zusätzliche Fett zu verlieren. Tatsächlich sagte McConaughey, dass er 2019 immer noch versucht, Gewicht zu verlieren und erzählte dem Red Magazine, es ist schon eine Weile her, ich musste in Form kommen, ich wollte es. Ich wog 220 Pfund in Gold und davon habe ich immer noch etwas auf dem Rücken. Laut The Guardian rasierte sich McConaughey für den Film auch den Kopf. Die Kritiken waren schrecklich und er erhielt keine Auszeichnungen. Er schaffte es, die Zuschauer mit seiner Leistung in dem Film Dallas Buyers Club von 2013 zu beeindrucken, für den er etwa 50 Pfund abgenommen hatte. Obwohl er im Laufe der Jahre mehrere Preise für seine Rollen erhalten hat, darunter auch einen Oscar, konnte er an den Kinokassen nicht durchgehend Erfolge erzielen. Er hat zwar in vielen Blockbustern wie Interstellar, White Boy Rick, Serenity oder The Gentleman mitgespielt, aber auch in zahlreichen Flops wie The Free State of Jones und The Sea of Trees. In seinen Memoiren Green Lights reflektiert er diese weniger gefeierten Auftritte. Die Misserfolge an den Kinokassen haben meiner Liebe zur Schauspielerei keinen Abbruch getan. Wenn überhaupt, dann haben sie dazu geführt, dass ich mich noch fieberhafter für mein Handwerk engagierte. In meiner Karriere war ich jetzt mehr als ein Entertainer. Ich war ein Schauspieler, ein Künstler. Und das befriedigte mich. Meine Karriere war ausgefüllt. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsthemen. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.